Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem Neumond-Orakel. Meine Lieben, am 13.12. haben wir einen Neumond im Zeichen Schütze. Schau dir dazu gerne vorab die Astrologie-Vorschau für den Dezember an. Teil 1, da habe ich über die Energie aus dem astrologischen Gesichtspunkt gesprochen, was uns zu diesem Neumond erwartet. Dann kannst du auch für dich die Energie besser verstehen und nutzen. Und ich werde jetzt mal schauen, was das Tarot ergänzend dazu zu sagen hat. So, liebes Universum, dieser Neumond im Schützen am 13.12., was bringt dieser Neumond? Dieser Neumond im Schützen. Was bringt dieser Neumond im Schützen? So, dann wollen wir doch mal schauen, was sich hier so zeigt. So, wir haben hier die Königin der Kelche. Das gibt's doch gar nicht. Die hatten wir doch schon im letzten Orakel. Hatten wir die nicht schon im letzten? Ich glaube, da ging es auch um die Königin der Kelche. Es geht um deine Emotionen, deine Gefühle, beziehungsweise um eine Person, die dir am Herzen liegt. Ich glaube, es geht um dich und deine Gefühlswelt. Also ich sehe in der Königin der Kelche dich. Egal, ob du Mann oder Frau bist, klar könnte das jetzt auch natürlich, wenn du als Mann zuschaust, hier die Herzdame sein. Aber bei der Königin der Kelche habe ich das Gefühl, es geht um deine emotionale Welt, es geht um deine Gefühlswelt, es geht um das, was das Herz will, etc. pp. Schauen wir mal weiter. Die Zwei der Stäbe. Was willst du? Wo willst du jetzt hingehen? Zwei der Stäbe habe ich auch so das Gefühl von, schau dich um, welche Perspektiven du hast, schau dich um, welche Möglichkeiten du hast, in welche Richtung du jetzt gehen kannst, was will dein Herz, ob es ein Herzensprojekt ist zum Beispiel, ja, also wo möchtest du jetzt hingehen und welche Möglichkeiten hast du, dass du dich da eben umschaust und dann vielleicht auch eine Wahl triffst oder eben kurz davor bist, eine Wahl zu treffen. Das hat hier auch sehr viel mit Weitblick zu tun. Wow, okay, der Page der Stäbe, hier kommt eine neue Chance rein, hier kommt was Spannendes, Aufregendes. Also du wirst ein sehr interessantes Angebot bekommen zu diesem Neumond. Ein spannender neuer Weg, der sich auftut, den du nun bereisen kannst, ein Weg, den du entdecken kannst. Das kann hier eine neue Person sein, das kann jemand sein, der hier super interessant ist, das kann ein neues Hobby sein, das kann ein neuer Job sein, irgendwas, was spannend und aufregend ist. Ja, also etwas, was du vorher noch nicht gemacht hast, etwas, was neuartig für dich ist und auch so ein bisschen mehr Spannung und Vorfreude, Neugierde auch in dein Leben bringt. Ne? Also du bist neugierig, du möchtest gerne wissen, was dich erwartet, wenn du auf diesen Weg gehst. Ne? Welches Abenteuer erwartet dich so? Drei der Stäbe, also wir haben hier super viele Stäbe. Es geht hier viel um Aktion, es geht hier viel um genau das, ne? Beim Schützen, die Welt entdecken, sich auf ein Abenteuer einlassen. Und hier wartet ein Abenteuer auf dich. Und mit den drei der Stäben ist auch ganz klar gesagt, dass das auch immer mehr deinen Horizont erweitert. Kannst dir vorstellen, zwei der Stäbe, aus zwei der Stäbe werden drei der Stäbe. Ne? Hier kommt noch der Page der Stäbe mit dazu. Und das ist so, wie wenn sich dein Blick immer mehr öffnet. Also du bekommst immer mehr Möglichkeiten. Vielleicht ist es tatsächlich auch so, dass wenn du hier vor einer Wahl stehst oder wenn du dich nach Perspektiven umschaust, dass du immer mehr darüber entdeckst. Also dass du merkst, ah okay, vielleicht ein Thema, was dich sehr interessiert und du schaust, wow, da gibt es ja noch so viel mehr zu entdecken.
oder du suchst etwas Bestimmtes und auf einmal findest du ganz, ganz viel davon. Und du merkst, okay, ich habe so viele Möglichkeiten, die Welt steht dir offen. Ja, also da sind ganz, ganz viele Möglichkeiten da. Ganz viel, was sich für dich eröffnet. Was wird denn hier weniger? Die 7 der Kelche, das finde ich sehr gut. Also die Verwirrung nimmt hier ab. Wenn du das Gefühl hast, hier ist etwas verwirrend oder du weißt nicht, welchen Weg du jetzt wählen sollst, wo du hingehen sollst, dann wird sich das hier erledigen. Diese Orientierungslosigkeit wird abnehmen. Du wirst hier viel mehr Möglichkeiten haben und die sind auch spannend und interessant. Und du sagst, wow, oh toll. Ne? Manchmal ist es ja so, wir wollen was Bestimmtes und, weiß ich nicht, du willst zum Beispiel was Bestimmtes lernen. Und dann schaust du dich um, wo kannst du das lernen? Und wenn das etwas ist, was echt schwierig zu bekommen ist, dann haben wir kaum Möglichkeiten oder kaum Wege. Aber hier sehe ich, du entdeckst auf einmal so eine ganze Welt und du siehst, wow, ich kann das machen, ich kann dies machen, ich kann jenes machen, ich kann dorthin gehen, ich kann dahin gehen. Also du hast Möglichkeiten, du hast du hast Auswahlmöglichkeiten, ne? 3 der Stäbe. Und 7 der Kelche ist ja auch manchmal so, dass man so total überwältigt ist und denkt, wow, das ist alles viel zu viel. Wenn ihr die Karte aus dem klassischen Deck kennt, dann seht ihr eine Person, die in den Himmel schaut und da fliegen mehrere Kelche und in jedem Kelch ist was anderes drin. Und der ist so ein bisschen so überwältigt und denkt sich, wow, wo soll ich denn anfangen? So ein bisschen wie Schlaraffenland. Und ich glaube, dass das abnimmt. Also, dass du mehr an Orientierung gewinnst, dass du zielgerichteter bist, dass du auch merkst, was will denn dein Herz oder wo zieht es dich denn am stärksten hin? Und dann wirst du einige deiner Möglichkeiten auch hier aussortieren. Ne, einiges wird eben wegfallen und du wirst merken, ah, okay, diese, ne, dann ist vielleicht aus 7 Wegen sind dann 3, die übrig bleiben und einer ist hier besonders interessant. Ne? Also das wird konkreter. Was ist denn hier im Dunkeln, wird aber schon gespürt, der Turm, ja, das Verlassen deiner Komfortzone. Also um auf diesen Weg zu kommen, ist Risikobereitschaft gefragt. Ne? Also du wirst hier kein Sicherheitsnetz mitnehmen können, sondern du wirst ein Risiko eingehen müssen und du wirst dich auch aus deiner festgefahrenen Struktur befreien müssen. Ne? Löse dich aus irgendeinem festgefahrenen Konstrukt, verlasse deine Komfortzone. Ja, du merkst auch, okay, das wird etwas sein, was dich vielleicht auch challenged, ne, wo du merkst, okay, das ist nicht so leicht für mich. Das macht dich vielleicht auch ein bisschen unruhig, aber es ist auch spannend und aufregend. Die Königin der Schwerter. Es könnte sein, dass du hier in Bezug auf etwas sehr gut planen musst. Also, dass nicht nur dein Herz gefragt ist, von wegen, was will dein Herz, sondern auch mit dem Köpfchen hier vorangehen. Königin der Schwerter, die ist super intelligent, die weiß Bescheid, die schaut sich um, die weiß zu planen und sie ist sehr strategisch auch. Also vielleicht hast du hier auch eine bestimmte Strategie, einen Plan, den du umsetzt. Es kann aber auch sein, dass hier vielleicht Personen eine Rolle spielen. Die Königin der Schwerter oder die Königin der Kelche. Vielleicht sind hier noch eine oder zwei Personen in dieser Angelegenheit mit involviert. Wohin geht die Reise? Zum Rat des Schicksals, zu deinem Glück. Sehr schön. Ne? Also hier geht es um dein Glück. Hier geht es auch um dein Schicksal. Also du gehst hier auf einen Weg, auf ein Abenteuer, ein neuer Weg und das ist dein Schicksal. Also du wirst deinem Schicksal folgen. Du kannst hier auch nichts falsch machen. Also keine Angst, die 7 der Kelche, das wird weniger. Also die Verwirrung, die Orientierungslosigkeit nimmt hier ab und es wird konkret. Ja, du siehst auf einmal ganz klar den Weg und du weißt, hey, das ist mein Schicksal, dass ich genau diesen Weg gehe, dass ich genau das einschlage. Das ist genau das, wo ich hin muss. Ja, das ist das, wofür ich bestimmt bin. Das ist dein Lebensweg. Wow, was für eine Legung. Was ist denn das Geheimnis des Ganzen? Der König der Stäbe. Ich finde, es ist doch, Leute, also das ist doch jetzt hier kein Zufall. Wir hatten
In der Vollmondlegung, Vollmond im Zwilling, weiß ich noch ganz genau. Wir hatten als Thema die Königin der Kelche und wir hatten als Geheimnis den König der Stäbe und jetzt haben wir es wieder. Also, es könnte hier auch sehr gut der Fall sein, dass hier Personen eine Rolle spielen. Ja, also dass irgendwie Personen hier in dieser Angelegenheit involviert sind. Der König der Stäbe, irgendeine Person, die damit zu tun hat, dadurch, dass sie das Geheimnis ist, könnte es sein, dass die Person auch noch nicht da ist, noch nicht sichtbar ist. Vielleicht lernst du diese Person auf diesem Wege kennen, den du hier einschlägst. Vielleicht kommst du in Kontakt mit dem König der Stäbe auf diesem Wege. Das könnte der Fall sein. Oder der zeigt sich hier noch nicht so richtig, der König der Stäbe. Es ist irgendeine Person, die aus irgendeinem Grund hier mit diesem ganzen Thema zusammenhängt oder irgendwie damit zu tun hat. Wir schauen jetzt mal noch in eine Orakelkarte. Da wüsste ich gerne, hätte ich gerne noch ein paar Informationen. Nee. Also bitte, ich möchte ganz normal mischen. Diese Karten sind gigantisch, aber ich liebe sie. Sie sind aber ein bisschen schwer zu mischen. So, liebes Universum, ich hätte hier gerne eine Karte. Eine Botschaft zu diesem Neumond-Orakel, um das Ganze so ein bisschen abzurunden. Dankeschön. Once upon another time. Once upon another time. Schauen wir mal, was Once Upon a... jetzt habe ich hier noch ein anderes Kartendeck. Ist mir noch dazwischen gekommen. Hier liegen gerade so viele Kartendecks neben mir. So, Nummer 33. Once Upon Another Time. Was haben wir denn hier? Vertrauen. Hier geht es um Weisheit, es geht um Vertrauen. Es geht um einen leisen, sanften Weg. Oh, das finde ich auch interessant. The love within your vibration draws like-minded beings. Das bedeutet, dass die Liebe in deiner Ausstrahlung, in deiner Vibration auch Personen anzieht, die like-minded sind. Also die, wie sagt man das auf Deutsch, die deinem Mindset entsprechen. Ja, so wie du denkst, so wie du bist, die sind dir ähnlich. Und hier sind ja auch einige Personen. Wir haben die Königin der Schwerter, wir haben die Königin der Kelche und der König der Stäbe. Also es kann sehr gut sein, dass hier noch andere Personen eine Rolle spielen. Und das scheinen Menschen zu sein, die dir ähnlich sind oder die auch so ähnlich ticken wie du. Und ich glaube, du begibst dich hier gerade auf einen richtig interessanten, spannenden Weg. Und dieser Weg bringt dich auch zu interessanten Menschen. Das wird ein Weg sein, aus dem du weise hervorgehen wirst und auch sehr stark. Aber hier sehen wir a gentle approach. Also es ist irgendwie so ein weicher Weg oder ein sanfter Weg. Ich glaube, dass dieser Weg auch ein bisschen länger ist, muss ich sagen. Aber nicht, dass der dann dadurch erschwerlich ist, sondern im Gegenteil, der ist spannend und aufregend. Aber ich glaube, dadurch, dass er länger ist, weil das ist so das Gefühl, was ich dabei habe, dass es vielleicht noch ein bisschen dauert, bis man auf diesen Weg kommt. Oder dass, wenn du auf diesen Weg gehst, er dich auch eine Zeit lang begleiten wird, dieser Weg. Also, dass du länger auf diesem Weg unterwegs sein wirst. Vielleicht ist das auch etwas für längerfristig. Was weiß ich, du willst eine Ausbildung machen oder eine Schulung. Oder du fängst eine neue Arbeitsstelle an und das ist etwas für längerfristig. Oder du ziehst um und das ist etwas für längerfristig. Was auch immer das ist, es ist etwas für länger oder es dauert noch länger. So fühlt sich das für mich an. Hier geht es auch um ein Erwachen und es geht um eine schöne Reise deiner Seele. Also es zieht sich ja hier durch. Es zieht sich durch, diese Stichworte, die ich auch schon gerade alle genannt habe, aber es geht um Vertrauen. Also du bist auf dem richtigen Weg. Vertraue, dass du auch auf den richtigen Weg findest, wenn du ihn jetzt noch nicht siehst. Ja, also du kommst hier genau auf den richtigen Weg. Hier wartet echt was Spannendes, was Aufregendes auf dich. Ein sehr interessanter Weg. Und du folgst deinem Schicksal. Und da gibt es auch Personen, die in dein Feld kommen, die gut zu dir passen.
Also ich habe wirklich das Gefühl, dass du einen Weg einschlägst, der so viele Perspektiven mit sich bringt und so viele Möglichkeiten. Und das kann wirklich nur eine Sache sein, wo du meinst, ja, das geht doch nur um das. Zum Beispiel wirklich, sagen wir mal, wir nehmen das Beispiel einer Ausbildung. Du machst eine Ausbildung, du siehst nur, okay, mir geht es darum, am Ende die Ausbildung in der Tasche zu haben oder ich will das lernen, was auch immer. Aber dadurch eröffnet sich noch viel mehr. Dadurch eröffnet sich zum Beispiel noch die Möglichkeit, beruflich irgendetwas Spannendes und Interessantes kennenzulernen. Dadurch eröffnet sich noch die Möglichkeit, neue Menschen kennenzulernen. Also es ist ein Weg, der dann aber irgendwie so in mehrere Wege überläuft. Und die sind irgendwie alle miteinander verbunden. Und es ist trotzdem irgendwie ein Weg. So als ob so mehrere Fäden zusammenlaufen und mehrere Lebenswege auf einem Weg stattfinden. Das Zwischenmenschliche, das Berufliche, das Partnerschaftliche, das Persönliche, was auch immer das für dich ist. Du kannst es mir gerne in die Kommentare schreiben, würde mich interessieren. Bist du gerade an so einem Weg, wo es darum geht, hey, welche Möglichkeiten nehme ich jetzt wahr? Welchen neuen Weg willst du hier einschlagen? Vielleicht weißt du schon ganz genau, was das ist. Vielleicht bist du aber noch ein bisschen orientierungslos, weißt aber, du willst jetzt weiterkommen oder du willst was Neues. Was ist das hier für dich? Vielleicht weißt du auch, welche Personen hier gemeint sind. Vielleicht sind die schon da. Wenn nicht, dann sind es neue Menschen, die hier kommen. Ja? Schreib es mir gerne in die Kommentare rein. Ansonsten, das war es auch schon. Das war das Neumond-Orakel. Falls du persönliche Hilfe brauchst, kannst du mich gerne kontaktieren. Ich biete astrologische Beratungen an und Kartenlegungen. Ich empfehle dir die Jahresprognose für 2024. Da machen wir einen persönlichen Termin aus. Wir beiden sprechen dann über dein Horoskop für 2024. Schau mal die Astrologie-Zukunftsprognose auf meiner Homepage. Das ist die passende Beratung dafür. Vielleicht interessiert dich auch eine andere. Unter dem Video in der Infobox ist alles verlinkt, was du brauchst. Ich freue mich auch, wenn du diesen Kanal unterstützt durch ein kostenloses Abo, einen Daumen hoch, einen lieben Kommentar. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.